Hallöchen, liebe Leute und Freunde, und herzlich willkommen zu meinem allerersten Minecraft-Video. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe schon zweimal gespielt und es war ziemlich abenteuerlich. Und ich habe auch schon zwei Pferde. Eins davon sieht so aus. Sie haben noch keine Namen. Die können wir zusammen aussuchen und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Ich bin der festen Überzeugung, dass mir ziemlich viel Schmarrn passieren wird. Ich esse jetzt erstmal ein Melönchen. So, da kommt auch schon mein Hoppe-Hoppe-Hü. Und dann wechsle ich mal die Ansicht. Und dann geht's mal los. Also ich bin in dieser klassischen, ganz normalen Minecraft-Welt. Ich kann auch noch nicht wirklich springen oder solche Sachen machen. Ich kann noch nicht wirklich was craften. Aber es macht einfach sehr viel Spaß. Was ich sehr gut kann, ist irgendwelche Sachen zerkloppen. Das kann, glaube ich, jeder, der mit Minecraft anfängt. Und ich habe eigentlich auch schon angefangen gehabt, mir ein Haus zu bauen. Ich weiß bloß nicht mehr so ganz genau, ob die Idee so gut war, weil, ich zeige euch das mal kurz, ich habe dieses Haus da oben hingebaut. Aber, ja, also das hier wäre jetzt zum Beispiel mein Haus. Den Komposter, den habe ich mir ein bisschen gerippt von den Siedlern, die da unten wohnen. Und ich habe mir auch schon ein Lama gerippt und ein Pferd. Habe ich mir angelockt. Dieses Pferd wollte ich Pucky nennen. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Das sieht halt aus wie... Und hier ist mir ein kleines Malheur passiert. Fragt mich bitte nicht, wie es passiert ist. Ich weiß nur, dass auf einmal hier ein Riesenloch war. Und ich habe mir überlegt, ich könnte mir da einen Bunker bauen. Ups. Sowas zum Beispiel passiert mir auch ständig. Ich klicke irgendwo hin und dann auf einmal ist da ein Block, den ich da gar nicht hin tun wollte. Aber wir werden mit der Zeit, glaube ich, schlauer. Wir können auch gerne mal in mein Haus gehen. So, das ist mein Haus. Ich habe die Decke schon mal zugemacht bis auf da, denn da wollte ich eigentlich eine Treppe bauen. So, wie baue ich jetzt eine Treppe? Also ich kann... Oh, na, also wenn ihr euch fragt, wie dieses Bett da reinkommt, das habe ich auch eingeklaut. Ich weiß jetzt immer noch nicht, wie ich dann... wie mache ich das jetzt wieder? Springen und was drunter legen, ne? Oh nein. Verdammt, warum geht das nicht? Was mache ich denn jetzt wieder falsch? Habe ich den falschen Stein in der Hand? Ne, das ist Sand. Mit Sand werden wir wahrscheinlich auch nicht weit kommen. So. Nehmen wir mal das hier. Nein! Oh, Scheiße. Okay, nochmal. Also, ihr seht schon nicht... Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euer erstes Mal in Minecraft war. Also, ich muss sagen, ich war am Anfang sehr verwirrt von, jetzt nicht unbedingt von der Art und Weise, wie das Spiel aussieht. Weil das kannte ich und das schaue ich mir auch sehr, sehr gerne an, wenn andere Leute Minecraft spielen. Deswegen hatte ich Bock, es selber zu spielen. Aber ich bin einfach so gnadenlos überfordert mit, ich lege irgendwo etwas hin. Also ich weiß, dass ich das da hinlegen kann. Ich weiß, dass ich mich draufstellen kann. Aber wie baue ich mich denn jetzt zum Beispiel... Ach so, baue ich mich hoch. Ah, springen und schmeißen. Wenn man was in der Hand hat natürlich, dann... Ach so. Okay, gut. Dann weiß ich jetzt auch, wie ich mich hochbauen kann. Und ich fürchte fast, man kann immer nur den gleichen Block haben, oder? Also wenn ich jetzt Erde auf Sand, kann ich das auch? Das muss ich jetzt mal ausprobieren. Also einmal den Sand. So. Jetzt. Nein! Nee, der ist jetzt daneben. Ich wollte den noch da drauflegen. Oh Gott, Leute, echt, haltet mich nicht für komplett daneben. Ey, das geht auch. Juhu, ich baue mir ein Türmchen. Wow, ich habe eine Aussichtsplattform. Ist das nicht schön, Leute? Genießt mit mir die View. Oh, schön hier. Ist das nicht nice? Hallo, Pucky. Hallo, Lama. Oh, das ist ein Alpaka. Ist das jetzt ein Alpaka oder ein Lama? Die sehen irgendwie ziemlich gleich aus. Zumindest in Minecraft. Ich weiß gar nicht, ob es da einen Unterschied gibt. Gibt es da Lamas und Alpaka? Ich glaube, es ist aber ein Lama. So, oh, dieser Sonnenuntergang. Freunde, die viereckige Sonne verabschiedet sich in einem quadratischen Meer. Herrlich. Da kommt Romantik auf. Leider müssen wir uns jetzt, glaube ich, hier auch ganz... Oh, das war gar nicht gut. Ich habe Aua gemacht.
So, jetzt müssen wir uns, glaube ich, hier ganz schnell hinlegen. So, gute Nacht. Frisch, fröhlich, frei geht es heute wieder hinaus in den Tag mit einem Block Dreck in der Hand. Geilo. Ich wollte hier doch eigentlich... Nein, ich wollte doch da hoch. Okay, wir üben nochmal. Okay, heute ist Hochbauen der Tag. Bang, bang, bang. Nochmal, 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 nochmal. Und noch einer geht noch. So. Und jetzt wollte ich eigentlich mal... Ist das nicht ein schönes Bild? Hello. Kuckuck. Hallo. Ach ja, so gucke ich mir die Landschaft an. Hier oben kann mir auch nicht viel passieren, oder? Oder kann mir hier was passieren? Hallo? Kann mir was passieren? Ich stehe auch ziemlich auf dem Abgrund. Jetzt soll ich mal ein Stückchen noch... Noch da? Ist auch schön so. Hallo. Wie schön das aussieht. Ich finde, es sieht toll aus. Ich stehe zwar echt haarscharf am Abgrund, aber egal. Also ich habe eine Balance, Freunde. Da kannst du nichts sagen, ne? So, jetzt ändern wir mal wieder den, so. Jetzt muss ich doch mal wieder runter. Bang, bang, bang. But. Ich hätte ja so richtig Bock mal auf so Minigames, die gibt es ja auch in Minecraft. Ich habe mich tatsächlich auch schon auf einem gewissen Server registriert. Bloß, ich kapiere leider noch nicht, wie man diesen Sachen beitreten kann. Wenn ich das geschafft habe, dann werden wir mit Sicherheit auch mal Minigames spielen, wobei ich gerade bei, glaube ich, so Jump-and-Run-Sachen noch total schlecht bin. Aber vielleicht macht das auch den Spaß. Hallo Kuh! Hallo Kui, 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 Kui! Gib mir dein Fleisch! Gib mir dein Fleisch! Gib mir dein Fleisch! Ich krieg die Kuh nicht tot! Es kommt schon! Oh! Komm schon, komm schon! Ich weiß nicht, ich brauch das bestimmt. Komm her! Komm her zu mir! Schön hier. Ich habe eine Kuh habe ich gekillt. Ach, jetzt habe ich es. Die war im Meer. Ich habe sie eiskalt ins Meer getrieben. Ach, ich kann so brutal sein. So. Ein Schaf hat man mir gesagt, brauche ich auch noch. Okay. Schaf, 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 Schaf. Ich hasse es, Tiere zu töten. Ich kann das nicht. Ich kann es einfach nicht. Ich habe jetzt die Kuh gekillt, das reicht auch wieder. So, jetzt gehen wir mal gucken, was die hier treiben, weil ich brauche natürlich für mein Haus auch noch ein paar Sachen. Und die Melonen, die esse ich besonders gern. Vielen Dank. Dankeschön. So, apropos Essen, das könnten wir auch gleich mal nochmal machen. Blup. Blup. Kann man nicht essen und laufen gleichzeitig? So wie im echten Leben. Oder ich bin einfach nur zu blöd. So, in diesen Häusern, habe ich festgestellt, sind immer mal wieder irgendwie so Kisten. Und diese Kisten möchte ich. Und was ich auch festgestellt habe, was sehr lustig ist, wenn man hier drauf haut, dann rennen die alle in die Häuser. Gehen die jetzt in die Häuser? Ich glaube, ich habe die Glocke nicht getroffen. Apropos, aktiviert die Glocke. Aktiviert die Glocke, abonniert diesen wunderschönen Traum auf dem Kanal. Hallo, mein Freund. Hui. Oh, wenn ihr diese wundervolle Minecraft-Entwicklung mit mir mitmachen wollt, dann... Oh Gott, ich sehe überhaupt nicht, wo ich langlaufe. Dann müsst ihr diesen Kanal abonnieren. Wenn es irgendjemanden gibt da draußen, der dieses Spiel... Und ich bin mir sicher, dass es da ganz viele Menschen gibt, die dieses Spiel besser beherrschen als ich. Aber die Lust haben, es mit mir zu spielen und es mir gerne vielleicht beibringen wollen, die... können mir gerne in die Kommentare schreiben, schreibt mir eine Nachricht. Trommelt nach mir, setzt Rauchzeichen in die Luft ab. Ich werde euch finden. Und ja, vielleicht könnt ihr dann mir absolut begnadeten. Braucht man sowas? Weizenkörner. Habe ich aber schon. Akaziensetzling. Ich glaube, das brauche ich nicht. Da, wie sieht denn der Baum aus? Oh Gott, was ist denn da passiert? Ist das normal? Junge, das ist ja, das kann doch nicht noch... Was ist in dieser Kiste? Nichts. Ups, die habe ich wohl schon geplündert. So, Freunde, warum legt ihr nicht wieder was Neues in diese Kiste rein? Ich brauche Sachen von euch. Hallo? Habt ihr irgendwas verpasst? Ich bin klein, süß und ein Mädchen. Hallöchen. Das kann aber nicht wahr sein. Also, oh Gott, oh Gott.
Oh Gott, wer bist du? Bist du lieb? Hallo? Hallo, Papa? Okay, okay, alles gut, ich gehe ja schon. Vielleicht wollte der gerade irgendwie... Ist er gerade beschäftigt wahrscheinlich und wollte nicht, dass ich ihn störe. Hallo, guten Tag. Hallo, Schweinchen. Tschüss, Schwein. Okay. Hallo, Schafi. Hallo, Schafi. Okay, ja, sie haben wahrscheinlich das mit der Kuh gesehen und ein bisschen Angst vor mir. Nee, keine Sorge. Ich will dich nicht töten, okay? Okay. So, ich gehe jetzt mal wieder zu meinem Häuschen zurück. Guck mal, der Baum hängt in der Luft. Oh, ich glaube, das war sogar ich. Ich glaube, ich habe diese Bäume abgebaut. Ich bin mir aber auch nicht so ganz sicher. Ich habe einfach mal so random irgendwo drauf gekloppt. Gerne auch einfach mal mit einem Stück Melone in der Hand. Weil wie wir alle wissen, Melone ist das beste Werkzeug, um Erde abzubauen. So eine schöne Melone, wenn die so ein paar Tage schon aufgeschnitten rumlag. Am besten noch nicht mal im Kühlschrank. Und auch Bäume kann man damit wunderbar zerflexen. Und zack, so einfach geht's. So, ich habe irgendwie Hunger, deswegen esse ich jetzt die Melone. Die jetzt natürlich super lecker geflavored hat, weil ich die überall reingedroschen habe. Super geil. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier zu. Ich stelle mich hier oben drauf, guck nochmal in mein Haus, schau euch an und sag: Ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr Bock habt, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und lasst ein Like da. Ich hab euch lieb.